Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute war eigentlich ein Review geplant, aber ich habe in den letzten Tagen, ja fast schon in den letzten Wochen, so ein bisschen über mich und über dieses Spiel und über YouTube nachgedacht und habe lange mit mir gerungen, ob ich so ein Video mache. Warum habe ich lange mit mir gerungen? Ganz einfach, weil es, glaube ich, vielen Leuten nicht leicht fällt, wenn man Fehler eingestehen muss. Und in diesem Fall geht es um mich. Ich muss mir irgendwo schon mittlerweile ein paar gravierende Fehler eingestehen, was die Wahrnehmung von diesem Spiel angeht. Ich meine damit jetzt nicht, wenn ich euch irgendwelche historischen Fakten erzähle und irgendjemand irgendwelche anderen historischen Fakten nachgelesen hat und all diesen ganzen Käse. Das meine ich nicht, sondern ich meine tatsächlich die eigene Wahrnehmung und das, was man dann als YouTuber, der auch irgendwo eine gewisse Verantwortung hat, was man dann in die Welt hinausträgt. Gut war sicherlich für mich, dass ich in den letzten Wochen nicht ganz so viel gespielt habe. Einfach, weil ich einen dicken Hals hatte, wegen vieler Sachen hier im Spiel. Dadurch, dass ich Abstand gewonnen habe, habe ich gemerkt, dass die Momente, wo ich das Spiel gespielt habe, mir tatsächlich dann doch Spaß gemacht haben und irgendwie nicht Spaß gemacht haben. Das war für mich ein Grund, meine Analyse zu betreiben. Was ist eigentlich in dem Moment, wo ich einen dicken Hals hatte, anders gewesen? Oder was ist jetzt anders? Oder was war damals anders, wo ja alles so viel besser war hier im Spiel? Und bei dieser Analyse bin ich auf Dinge gestoßen, wo ich mir dann selbst eingestehen musste, dass meine Wahrnehmung, die ich heute von dem Spiel habe, offensichtlich eine ganz andere ist, als ich es damals hatte, wobei das Spiel sich eigentlich überhaupt gar nicht verschlechtert hat. Und ich glaube fast, das betrifft viele von uns. Ich nenne mal jetzt erstmal so ein paar kleine Beispiele. Ja? Die Maus, die war damals, ich gehe gleich auf ein bestimmtes Gefecht ein, das ich als Beispiel hernehme, die war noch 8-0. Bei den Russen, und war unser Top-Tier-Panzer, bei den Russen gab es auch einen Top-Tier-Panzer, das war der T-10M. Der war damals 7-7. Und konnte tatsächlich in RB, Arcade, wo auch immer, regelmäßig gegen 6-7er antreten und die klatschen. Aber haben wir uns da eigentlich ständig, permanent, immer und überall darüber aufgeregt, wie ungerechtfertigt das Matchmaking ist? Ich habe einige Videos aus der damaligen Zeit durchgeguckt und kann mich nicht daran erinnern, dass ich großartig rumgekotzt habe. Ich habe die Gegner genommen, wenn sie da waren, und habe versucht, sie zu zerstören. Es gab sicherlich Momente, wo man so ein T10M frontal zum Beispiel mit einem Panther 2 nicht knacken konnte, aber man hat dann einfach anders gespielt. Man hat sich auf die Situation eingestellt und hat die Typen dann trotzdem platt gemacht, wenn sie eigentlich zuerst platt gemacht haben. Aber solche Situationen gab es damals und diese Situation ist heute zum Beispiel gar nicht mehr denkbar. Wir gucken uns das jetzt hier mal an, realistische Panzerschlachten, T10M, ein BR von 8-3. Der ist also von 7-7 nach und nach auf 8-3 hochgewandert, wohingegen die Maus von damals 8-0 runter auf 7-7 gegangen ist. Zu der Zeit war übrigens auch mal der Panther auf 6-7 eingeordnet, insofern kann man jetzt nicht sagen, dass bei den Deutschen sich da wer weiß wie viel getan hat. Und um den Panther 2 geht es heute eigentlich primär in meiner eigenen Analyse. Ich habe in den letzten Wochen, / Monaten, immer öfter erzählt, was alles so viel schlechter geworden ist und wo Gaijin falsche Entscheidungen getroffen hat. Und in meiner eigenen Wahrnehmung habe ich auch oft gesagt, das kann ja gar nicht sein. Ja, seitdem das und das eingeführt worden ist, ist alles noch viel schlimmer geworden. Und ich muss leider Gottes mir selbst eingestehen, entweder habe ich das in meinem Gehirn nicht richtig abgespeichert gehabt oder ich habe es vergessen. Absichtlich habe ich sicherlich nicht solche Sachen erzählt. Wir fangen mal mit einem ganz, ganz wichtigen Punkt an. Ich rege mich immer noch über den internen Aimbot auf. Dafür machen wir mal eine Testfahrt mit dem Panther 2. Im RB-Gelände oder Gefecht, oder Entschuldigung, auf der Teststrecke im RB. Es gibt ja immer wieder Diskussionen dazu, ob das alles richtig ist oder nicht richtig ist. Fakt ist, ich finde diese Funktion nicht richtig. Und da bleibe ich auch bei. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Um euch nochmal genau und primär zu erklären, was mich an dieser ganzen Geschichte stört, ist der interne Aimbot, wie ich ihn nenne, diese Aiming-Hilfe hier, hat gleich mehrere Effekte. Sie nimmt dem Spieler im realistischen Modus und ich glaube sogar im Simulator-Modus ganz, ganz viele Funktionen ab, wo man dann keinen Skill mehr benötigt. Ich brauche mit diesem internen Aimbot eigentlich keine Entfernung mehr abschätzen. Beispiel. Nehmen wir da hinten den letzten Panzer, der blinkt. Wie weit ist denn der jetzt eigentlich weg? Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, mit meiner Erfahrung zu arbeiten, mich einzuschießen oder die Entfernung zu messen. Ja, auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit,
Gut, Testgelände kennen wir alle in- und auswendig, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass wir jetzt einfach mal so aus dem Nichts heraus den Gegner treffen. Ja, das heißt also, ich brauche hier eine gewisse Art von Skill, ich muss ein bisschen Zeit investieren, um die Entfernung zu messen, all diese ganzen Punkte, um dann eventuell einen Treffer anzubringen auf dem Gegner, der sich dort hinten befindet. Bei dem internen Aimbot sieht das ein bisschen anders aus. Jetzt ist das da hinten verdammt weit weg, aber ich verspreche euch, es würde damit funktionieren. Ich will da jetzt nicht noch, wer weiß, wie tief drauf eingehen. Ich probiere es mal eben. Ne, so funktioniert es nicht. Wir nehmen hier vorne das Ziel. So, jetzt der interne Aimbot. Da seht ihr das. Achtet bitte immer auf den kleinen Kreis in dem großen Kreis, wie der huppelt. Und wie extrem der huppelt, zeige ich euch gleich noch in einem anderen Beispiel. Ne? Da, der springt immer auf das Ziel. Und wenn ich dann abdrücke, treffe ich den Gegner perfekt. Wenn man das erste Mal, zweite, dritte Mal macht, ist es noch ein bisschen schwierig und man muss ein bisschen Verständnis dafür bekommen, was das für eine Mechanik ist. Wenn man das regelmäßig in jedem Gefecht macht, macht man das irgendwann aus dem Handgelenk mit links und zwar auch noch aus voller Fahrt. Das heißt, dieses Entfernungsmessen, dieses Zielen, all diese ganzen Geschichten nimmt uns dieser interne Aimbot ab. Und das im realistischen Modus. Habe ich mich immer drüber aufgeregt. So. Wie extrem dieser Aimbot ist, kann ich euch auch jetzt nochmal an diesem Beispielfahrzeug zeigen. Achtet bitte auf den großen Kreis, den ziehe ich jetzt über diesen kleinen Panzer hinweg. Drüber weg. So, ganz vorsichtig. Gehen wir drüber weg. Plopp. Und er springt nach unten in den Panzer rein. Das heißt also, während ich mein Rohr über den Gegner hinwegziehe, springt der Aimbot, ich sage immer Aimbot dazu, aber es ist eigentlich eine Aiming-Hilfe, der springt in das Ziel rein. Je näher ich am Gegner dran bin, umso stärker erlebe ich diesen Effekt. Das können wir jetzt hier auch mal vorne mit der Vorderseite zeigen. So, ich gehe jetzt hier, springt unten auf die Unterwanne, das Rohr geht weiter, springt oben in den Turm. So, und jetzt achtet mal darauf, wo der Kreis immer hinspringt. Plopp. Ja, der springt immer in diese neuralgisch wichtigen Zonen, entweder in den Drehkranz rein. Und wenn ich dann da hinschieße, wir machen das mal einmal hier, plopp. Ja, geht die Granate genau durch den Drehkranz. Er springt da oben auf den Turm, auch jetzt, wo das Modell noch abgeschossen ist, seht ihr das, selbst mit dem großen Kreis ist es schwer, den kleinen Kreis da wieder rauszuziehen. Dadurch gibt es sehr, sehr viele Treffer im Turm. Dadurch ist sehr, sehr oft der Geschützverschluss kaputt. All diese ganzen Geschichten. Ich glaube nach wie vor, im RB und SB haben solche Funktionen nichts zu suchen. Und meine Behauptung war immer folgende. Das hat Gaijin ja eingeführt, als sie das mit der Parallaxe erklärt haben. Und das ist eben nicht richtig. Wir gehen jetzt nochmal zurück in Hangar. Ich möchte noch einmal so ein Gefecht für euch starten. Und meine Aussage war auch leider Gottes immer, und dafür muss ich mich wirklich entschuldigen, das hat man eingeführt, um den PS4-Spielern da so eine Aiming-Hilfe zu geben. Auch da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob es jetzt tatsächlich für die Konsolenspieler gewesen ist. Aber wir können mal Folgendes machen. Wir machen mal nochmal eine Testfahrt. Und jetzt machen wir Arcade-Schlacht. Und gucken uns die ganze Schote nochmal von vorne an. In den Arcade-Schlachten. So, ihr seht das, da ist das kleine weiße Kreuz. Und bei mir ist quasi erst die Lampe wieder angefangen zu leuchten. Da war nämlich auch Klicklicht aus dem Oberstübchen, als ich im letzten Stream Arcade gespielt habe. Da hat es auf einmal Klick gemacht. Mit Arcade habe ich mich in die letzte Zeit nicht so oft auseinandergesetzt. So, jetzt gucken wir uns die Geschichte hier mit dem Kreuz nochmal an. Selbe Situation wie gerade eben, beziehungsweise ähnlich. Ich ziehe meinen großen Kreis hier auf den Panzer und siehe da, das Kreuz springt genau dahin, wo eben noch der kleine Kreis hingesprungen ist. Der kleine Kreis, den wir hier gar nicht haben. Ne? Für mich bedeutet das Folgendes. Und das ist schon ewig lange so. Gaijin hat nichts anderes gemacht, als den Kreis im RB zu nehmen, anstatt des Kreuzes aus dem AB. Ansonsten ist es genau das Gleiche. Würden wir im RB den Kreis durch ein Kreuz ersetzen, würde genau dasselbe passieren, was wir hier jetzt gerade erleben. Das hier. Seht ihr das? Das ist die gleiche Funktion, wie ich es euch eben mit dem Kreis gezeigt habe. Das heißt, die Mechanik, die dahinter ist, ist nach wie vor dieselbe. Sprich, wir spielen im RB mit Arcade-Möglichkeiten. Warum das Gaijin eingeführt hat, weiß ich nicht. Da bleibt nach wie vor mein Verdacht, denn mein Sohn spielt WT auf der Konsole, auf der PS4, dass es tatsächlich für die Konsolenspieler dadurch leichter ist, genauso schnell, wie wir das mit der Maus machen, mit dem Gamepad ein Ziel aufzuschalten und abzuschießen.
Das ist nach wie vor der Verdacht, den ich habe. Aber was viel wichtiger ist, ist, die Funktion, die wir im RB als Kreis erleben, ist nichts anderes als das Kreuz aus dem Arcade. Funktioniert exakt genauso. Kleiner Unterschied. Wenn wir in die Visieransicht gehen, dann sehen wir Folgendes. Das Kreuz ist immer noch da. Aber viel wichtiger ist der Punkt, das Kreuz springt nicht mehr hinterher. Ich kann also jetzt gezielt zielen. Und genau den gleichen Effekt haben wir auch im RB. Sobald ich ins Visier gehe, springt da nichts mehr hin und her, sondern mein Kreuz, in dem Fall die Mitte von meiner Visiereinrichtung, kann frei über das Ziel bewegt werden. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Warum ist eigentlich beides gleich? Ne? Nur dadurch, dass die Symbolik ein bisschen anders ist und die Farben nicht unterschiedlich dargestellt werden, so wie hier mit Grün und was weiß ich nicht alles, haben wir das oft gar nicht gemerkt. Das heißt also, diesen ganzen Zielkäse aus dem Arcade, Entschuldigung, wenn ich jetzt Käse sage, ich versuche es einfach so ein bisschen übertrieben darzustellen, den haben wir auch im RB. Genauso wie wir eigentlich fast alles auch im RB haben. Die Fahrzeuge sind im RB nur ein bisschen langsamer und die meisten von uns sehen die Gegnerplaketten nicht. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten gibt es da keinen großen Unterschied mehr. Selbst beim Matchmaking, ja, muss man ganz ehrlich sagen, mittlerweile Mixed Battles und was weiß ich nicht alles für Geschichten, ist ja jetzt nicht so, dass da noch wer weiß, wie viel gleich ist. Und ihr seht das auch hier jetzt aus dem Handgelenk im Arcade mit dem Kreuz da hinten auf das Ziel. Ich treffe nicht. Das heißt also, wenn die Entfernung zu groß ist, wird das aus dieser Funktion heraus ein wenig schwieriger. Und das Gleiche gilt für den Kreis. Und jetzt guckt mal hier, da ist der Kreis übrigens, seht ihr das? Der jetzt wieder ein Kreuz ist. Da ist der Kreis. Jetzt verwandelt er sich in ein Kreuz. Ja, wenn ich jetzt ganz nach oben in den Himmel gehe, haben wir auch kein Kreuz mehr. Ist es auf einmal ein Kreis. Das wollte ich jetzt einfach nur noch mal ganz kurz zeigen. Da habe ich mich nämlich schon immer geirrt. Ich habe immer gesagt, ne, warum hat Gaijin diesen Scheiß im RB auch noch gebracht? Dass es diesen Scheiß schon immer gab, kann ich euch zeigen an einem meiner allerersten RB-Gefechte, die ich auf ein YouTube-Video gebaut habe. Ich habe den Ton ein bisschen runtergedreht und werde das für euch jetzt nochmal neu kommentieren und werde euch sagen, was noch alles gar nicht anders ist, als ich in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren behauptet habe. Und ja, mir tut das eigentlich in der Seele schon weh oder ziemlich leid. Wir gehen mal direkt in das Gefecht und dann sehen wir gleich weiter. So, ich habe jetzt quasi mal den Anfang des gleich folgenden alten Köln-Matches nachgestellt aus dem Spiel quasi heute. Panther heute, Köln-Karte heute, Grafik heute, Sichtweise heute. Einfach, damit ihr mal einen Vergleich habt. Das ist also in etwa das, was ihr gleich auch in dem Gefecht von damals sehen werdet. Das heißt, ich fahre hier die Straße hoch, Köln. Und ihr werdet feststellen, dass diese ganzen Gebäude, die hier stehen, teilweise viel, viel kleiner und schrottiger gewesen sind. Dadurch hatte man auf Köln tatsächlich ein bisschen mehr Sicht. Man konnte weiter gucken. Aber in die Tiefe hinein war die Sicht in etwa, ja, hier zumindest in diese Richtung, ähnlich beschissen, um Gegner zu sehen. Ich habe allerdings damals die Gegner viel leichter gesehen und viel besser entdeckt, als das heute der Fall ist. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich mich damals wirklich noch dann auf das Match konzentriert habe und weniger auf das Reden, auf das Interagieren auch mit den Leuten, die mit mir im Teamspeak gewesen sind. Und sich das irgendwann geändert hat. Ich habe also mehr gesammelt, mehr gequatscht, war nicht mehr so konzentriert, all diese ganzen anderen Sachen. Hier habe ich jetzt mal einfach zum Spaß geschossen. Heute tatsächlich weniger Sicht, wenn man geschossen hat. Das war damals anders. Aber insgesamt muss ich tatsächlich sagen, dass vieles von damals anders ist. Also auch jetzt hier so die Rücksicht hinten auf die Stadt, von der wir gekommen sind. Ihr werdet das gleich auf der Köln-Karte sehen. Damals konnte man in die Richtung viel, viel weiter gucken. Das heißt, da hat man natürlich auch ein bisschen eher dann mal die Gegner irgendwo herfahren sehen und konnte dann auch ein bisschen eher drauf schießen. Jetzt ist das alles hier ein bisschen verbauter, ein bisschen dichter und dementsprechend kann man schneller mal überrascht werden. Aber das hat nichts mit dem Spiel als solches zu tun. So, jetzt die Szene von damals, noch 720p, und ihr seht das, der kleine Kreis im großen Kreis ist auch da und ihr werdet jetzt gleich mal, wenn ihr euch auf diesen Kreis konzentriert, der hüpft immer noch durch die Gegend. Das heißt, der hat das damals schon gemacht, nur damals ist mir das nicht aufgefallen und auch niemand anderem ist das aufgefallen. Und das war der eigentliche Grund mit dafür, dass man das eigentlich nicht so richtig wahrgenommen hat und vor allen Dingen man es auch nicht benutzt hat. Also ich zumindest habe damals diesen kleinen Kreis nicht benutzt.
Ihr merkt das, ich habe jetzt den Ton runtergedreht, ganz einfach aus dem Grund, weil wir uns in der Situation da einfach unterhalten haben und da hätte ich jetzt nicht drüber kommentieren können. Ich werde euch gleich den Rest dieses alten Gefechtes dann noch mit seinem Originalsound zeigen. Ich bitte, die Bildqualität zu entschuldigen. Damals habe ich eben nur mit 720p Videos gemacht und auch die Soundqualität ist bedeutend schlechter gewesen, mit ganz, ganz viel Rauschen als damals. Aber die Art und Weise, wie ich gespielt habe, war auch eine ganz andere. Und das fand ich faszinierend, dass ich heute hingegangen bin und oft für vieles den neuen Mechaniken im Spiel die Schuld in die Schuhe geschoben habe. Im Grunde genommen aber damals alles genauso gewesen ist. Teilweise sogar schlimmer gewesen ist. Nur man hat es damals einfach nicht bemerkt und hat sich deswegen da auch nicht drüber aufgeregt. Und das mit dem Aufregen fing erst an, als man das bemerkt hat und als man das verstanden hat. Und dann war es natürlich so, dass man auf einmal keine Lust mehr hatte. Hier seht ihr es auch ganz wunderbar, wie der Kreis sich an allen möglichen Hitboxen aufhängt. Vermutlich haben wir das damals schon gesagt, hier guck mal, ne, dieser blöde Kreis, da, ich kriege mein Rohr nicht runter, ich kriege mein Rohr nicht hoch, all diese ganzen Geschichten werden wir damals auch angekreidet haben, aber wir sind damals niemals auf die Idee gekommen, das als Aiming-Tool zu erkennen oder gerade eben als Funktion aus dem Arcade, wo man einfach das kleine Kreuz durch einen Kreis ersetzt hat. Und deswegen, weil man es nicht wusste, konnte man sich auch nicht drüber aufregen. Ich glaube, damals hat mir das Spiel unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe das sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe das auch tagsüber nachmittags zwischendurch gespielt, wenn ich die Zeit dazu hatte. Da mussten auch gar nicht Leute da sein, mit denen ich in der Staffel fahre, sondern ich habe das einfach genossen. Und ich habe die Fahrzeuge genommen, auf die ich Bock hatte. Nicht die neuesten Fahrzeuge, die coolsten Fahrzeuge oder sonst was. Ich habe die Fahrzeuge genommen, auf die ich Bock hatte. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist auch so ein Fehler, den ich in den letzten ein, zwei Jahren gemacht habe, vor allen Dingen seitdem ich Content-Partner bin, dass ich mich irgendwie selbst dazu gezwungen habe, immer aktuellen Content zu präsentieren und mir das, glaube ich, viel von dem Spielspaß genommen hat. Ich will in Zukunft natürlich nicht darauf verzichten. Hier seht ihr das. Hier, die ganzen Häuser da vor uns sind hier eingestürzt. Das Match hat auch gerade erst begonnen. Heute, Köln, stehen hier ganze Gebäude. Ist schon interessant, wie sich da dann doch die Karten verändert haben. Aber hier kann man das ganz wunderbar sehen. Die Sicht ist damals nicht besser gewesen oder sonst irgendwie was. Die Sichtbedingungen sind ähnlich gewesen. Hier ist The Fog of War vielleicht noch ein bisschen extremer gewesen. Dieses sich nach hinten raus. Wobei ich das jetzt nicht zu 100% sicher sagen kann, weil das eben 720p Video ist. Aber ich sehe Gegner, die ich heute nicht sehen würde. Da, den da. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, ich habe mich selbst verändert und dafür kann und darf ich dem Spiel nicht die Schuld in die Schuhe schieben. So, jetzt habt ihr die Möglichkeit, euch das Match hier nochmal ganz kurz fast bis zum Ende anzugucken. Ich habe genug drüber geredet. Ich glaube, die Unterschiede werden klar. Wir kämpfen ja auch gegen T10M-Panzer und was weiß ich nicht alles. Und ich muss sagen, es hat damals Spaß gemacht. Das heißt, ich mache jetzt hier den Ton für euch wieder an und dann könnt ihr euch den Rest, wenn ihr möchtet, angucken. Am Ende dieses Matches gibt es nochmal in den Hangar und zwar in die Zeit von heute, das heißt nochmal mit einem aktuellen Kommentar zur Ist-Situation. Garolon, bist du links abgebogen hier vorne? Ja. Okay. Im Park? Hast du bei dir da vorne ein Ziel? Gerade eben hatte ich noch einen. Hi. Ja, T-34 oh. Hinter dir. Ich noch mal kurz sehen durfte. Nein, meine Kette hat es zerrissen. Wo? 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 Da. Oh. Dass der sich bewegt hat, sonst hätte ich den nie gesehen. Alter! War knapp. Oh. Ey, was geht denn mit dem T-34-100?
okay, den schnappe ich mir nicht. Der ist ja, der hat jetzt gerade noch den Jagdtiger hinter geknackt. Mit einem Schuss. Aber Marc, ich habe schon gesagt, dass der nichts taugt. Der 34-100, der kann austeilen, aber nicht einstecken. Ja, ja, die 100 mm, die der drauf hat. Den. Aber ich komm nicht ran. Mir direkt vorne eines auf die Wanne gebrezelt. Direkt vorne an der Hausecke. Den 100 habe ich rausgenommen. Ja, super, danke. Und mit was für eine Ruhe er es sagt. Ja, ja. Ja, er hatte ja auch die freie Schussbahn. Ja, ist doch okay. Ich glaube, ein T10M habe ich gerade auch rausgenommen. Und ein T32. Meine ich. Dass das so einer war. Treffer von hinten, ach du Scheiße. Ich habe einen in den Arsch gekriegt, Leute. Warte. Ich bin hinter dir, aber ich weiß nicht. Ich sehe gerade noch nichts. In den Arsch gekriegt. Jetzt muss ich mal gucken. Auch da schon oder hast du dich schon gedreht? Unter Beschuss. Nee, ich habe mich jetzt gedreht. Das habe ich noch hingekriegt, bevor ich reparieren konnte. Da muss irgendwo was sein. Das kann also aber kein großes Kaliber gewesen sein. Also in die Richtung, in die du gerade schaust, da ja, von da kamst. Ja, ungefähr da irgendwo, ja. Okay. Nicht, dass das ein eigener gewesen ist. Könnte sogar sein, weil hier stehen nur welche von uns. Ja, hier stehen nur welche von uns. Der müsste schon. Der hat mir die halbe Besatzung rausgeschossen. Der müsste schon sehr intelligent gefahren sein, dass wir den hier nicht gefunden haben. Ja, vor allen Dingen hätte er mir dann auch den finalen Schuss verpasst. Ich habe leider den Panther G verloren, weil da ein Blödmann von Leopard 1 mich nicht vorbeigelassen hat. Hier auf meiner 1. Ah, alles klar. Raus. Hast du ihn oder was? Nee, es war unser Leopard. Hat er geschrieben, was not aware that there was any resistance. Die haben nur noch einen. Das wäre dann das dritte Mal in Folge, dass die Deutschen heute Abend im RB gewonnen haben. So viel zum Thema, die Russen sind OP, die Deutschen haben keine Schnitte, ne? Richtig. Armer Panther 11. Ich kauf dir gleich einen neuen.
Ach, das sagst du doch nur so, um mich zu beruhigen. Meinst du doch gar nicht so. Doch, doch. Ja. Dritte Gefecht in Folge mit den Deutschen gewonnen. Wunderbar. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Nachdem ihr jetzt auch noch das Köln-Gefecht gesehen habt, wo ich euch dann auch noch ganz kurz eine aktuelle Szene reingeschnitten habe, sehen wir ganz, ganz viele Dinge. Nämlich erstmal, teilweise waren die BRs der Fahrzeuge damals noch unmöglicher, als sie es heute sind. Der T10M war damals schon super stark, mit Abstand der stärkste Panzer im Spiel, war da nur 7,7. Es gab auch damals schon diesen Kreis, der überall drauf gehüpft ist. Auch damals gab es haufenweise Spieler, die doch aggressiv nach vorne gebrettert sind und sogar versucht haben, den Spawn zu campen. Auch das habt ihr jetzt gerade eben in diesem Asbach-uralten Beispielmatch sehen können. Und das habe ich nicht einfach nur so rausgesucht, weil es da zufällig passiert ist. Auf allen alten Matches, die ich auf YouTube habe, kann ich das genauso beobachten. Und noch viel schlimmer ist Folgendes. In den Anfangszeiten, wo ich YouTube-Videos gemacht habe und Arcade gespielt habe, bin ich ganz oft auch, habe ich mich bis nach vorne zum gegnerischen Spawn durchgekämpft und habe angefangen, die Leute da wegzuschießen, war mir damals aber noch gar nicht so wirklich darüber im Klaren, was ich da eigentlich mache. Heute sehe ich das ja alles total anders. Das heißt also, meine eigene Einstellung hat sich zum Teil geändert, meine eigene Wahrnehmung hat sich aber auch zu einem ganz, ganz großen Teil geändert, ohne dass sich das Spiel tatsächlich negativ verändert hat. Und das ist nämlich eigentlich die Essenz aus dieser ganzen Analyse. BRs waren teilweise damals schlimmer. Matchmaking war jetzt auch nicht unbedingt viel besser, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Im RB gab es auch schon Leute, die aggressiv nach vorne gefahren sind. Es wurde gespawncampt, es gab diese Zielhilfe. Das Einzige, wo ich sagen muss, es gibt einen tatsächlichen Unterschied zu heute, ist, dass man damals durchaus mehr sehen konnte. Wobei ich, wenn ich mir diese Köln-Geschichte da angucke, mich immer wieder frage, wie habe ich das da damals gesehen? Weil ich würde es heute nicht mehr sehen. Selbst wenn ich das Video sehe, frage ich mich, wieso habe ich den gesehen und wieso sehe ich den heute nicht mehr? Aber ich bin älter geworden, meine Augen sind schlechter geworden. Das kann tatsächlich damit zusammenhängen. Fakt ist aber, das Spiel als solches ist eigentlich überhaupt gar nicht schlechter geworden, sondern an ganz, ganz vielen Stellen ist das Spiel sogar besser geworden. Es ist teilweise wirklich was an den BRs getan worden, sodass zu starke Panzer weiter nach oben gerutscht sind. Danke, ne? So ein T10M auf 8.3, da gehörte eigentlich auch hin. Ich glaube, es ist ein Punkt, wo man selbst gar nicht merkt, dass man sich im Spiel als Person, als Individuum verändert. Früher habe ich gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat. Früher habe ich gespielt, weil ich auf diesen Panzer gerade Bock hatte. Und wenn dann da was Gutes bei rumgekommen ist, habe ich da ein Video von gemacht. Und habe mich dann gefreut, wenn die Leute sich das Video angeguckt haben und wenn sie nette Kommentare dagelassen haben. Zu der Zeit, wo ich zum Beispiel dieses Panther-Video gemacht habe, gab es auch anderen neuen Content. Aber ich war nicht mal in der Nähe dieses neuen Contents, konnte ihn ergo nicht erforschen, konnte da keine Videos von machen. Habe mich also auf das konzentriert, was ich besitze. Also als der Panther 2 zum Beispiel da damals auf ein Video gebannt worden ist, war das absolute neue Hightier-Fahrzeug der Deutschen just gerade der Leopard 1, der da ins Spiel gekommen ist. Ich konnte mir den nicht leisten. Ich hatte nicht mal genügend Forschungspunkte bis dahin angesammelt, um das Fahrzeug auch nur unausgebaut zu zeigen. Dann irgendwann kam der Punkt, ich bin Content-Partner geworden, habe das ganze Zeug in die Garage gestellt gekriegt und habe mich dazu verpflichtet gefühlt, damit doch jetzt unbedingt Videos zu machen. Und damit hat eigentlich das ganze Drama bei mir persönlich angefangen, dass ich hingegangen bin und unbedingt sofort möglichst zeitnah die aktuellen Top-Fahrzeuge zeigen wollte und euch dann noch gute Ratschläge dazu geben wollte. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass alle meine Ratschläge immer schlecht gewesen sind. Aber ich habe mich selbst dabei extremst unter Druck gesetzt. Und wenn man sich so unter Druck setzt, dann funktioniert vieles oft nicht mehr. Und wenn dann vieles oft nicht funktioniert, tendieren fast alle Menschen dazu, anderen dafür die Schuld in die Schuhe zu schieben. Den anderen Spielern, dem Entwickler dieses Spiels, jedem. Fakt ist, es hat sich wirklich nicht viel verschlechtert. Ich glaube, es hat sich tatsächlich viel verbessert. Und da müssen wir jetzt Abstriche machen. Gameplay-technisch, die Leute haben damals fast genauso gespielt wie heute. Von der Sicht her, wir sehen heute weniger, weil einfach mehr Krempel rumsteht, weil mehr Qualm da ist und was weiß ich nicht alles. Betrüger.
Betrüger gab es damals auch schon. Damals wurde da nur noch nicht drüber geredet. Vielleicht gab es damals auch noch nicht ganz so viele Betrüger, weil es noch nicht so die Runde gemacht hatte, dass man auch in WT ganz toll betrügen kann. Ist ja mittlerweile so ein Effekt, ne? Immer mehr Leute kriegen das mit, immer mehr Leute besorgen sich dann irgendwelche Hilfsmittel, um zu betrügen. Deswegen wird das Problem immer schlimmer. Aber die Betrüger gab es höchstwahrscheinlich damals auch schon. Die meisten Sachen, über die ich mich heute aufrege, kommen einfach, glaube ich, daher, dass viele Leute mittlerweile gelernt haben, dieses Spiel zu spielen. Und das ist damals auch noch ein bisschen anders gewesen. Damals, in den Anfangszeiten der Ground Forces, war eben RB immer noch so ein bisschen schwieriger und SB war ganz schwierig, haben sich viele nicht rangetraut. Das hat erst nach und nach funktioniert, dann ist man noch vorsichtig unterwegs gewesen. Man hat auch noch gar nicht so richtig kapiert, was dieser kleine Kreis ist und was der alle für tolle Sachen machen kann. Mittlerweile, fast 5 Jahre später, hat das fast jeder spitz gekriegt. Und dementsprechend spielt man auch anders. Aber Fakt ist auch, Gaijin hat nichts verändert. Damals war die Wahrscheinlichkeit genauso hoch, den Geschützverschluss oder das Kanonenrohr bei einem Gegner kaputt zu machen, wie heute. Weil auch damals schon dieser Kreis immer ins Zentrum des Turms gehüpft ist, wenn man aus der Third Person herausgearbeitet hat. Wenn ich von der Seite auf einen Panzer schieße und treffe das Zentrum des Turmes, geht mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% der Geschützverschluss kaputt. Wenn ich von vorne mit meinem Kreis auf den Turm hüpfe von meinem Gegner, dann geht mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% entweder das Kanonenrohr oder der Geschützverschluss kaputt. Das ist diese Mechanik. Aber die gibt es schon immer. Ich kann mich jetzt leider Gottes nicht darüber beschweren, seitdem die das jetzt gerade eingeführt haben, ist alles scheiße. Es gab es schon immer. Nur ist es damals irgendwie gar nicht so aufgefallen. Erst seitdem ich anfange, mich immer intensiver mit all diesen ganzen Sachen zu beschäftigen, finde ich Gründe, warum das alles Kacke ist. Und da muss ich ganz ehrlich zu mir persönlich sagen, früher habe ich das alles nicht so ernst genommen und früher hat mir das alles trotzdem Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Fehler, den ich gemacht habe. Und es ist auch ein ganz, ganz großer Fehler, wenn ich versuche, mein Publikum, das dieses Spiel ja eigentlich spielen möchte, dann durch meine eigene Motivation und meine eigene Einstellung zu der ganzen Sache irgendwo mit runterziehe. Ich glaube, wenn man guten Content machen möchte, muss man versuchen, fair zu bleiben und immer mal wieder sich selbst betrachten, sich also vor den Spiegel stellen und gucken, ne? Was läuft bei dir jetzt gerade eigentlich schief, was machst du eigentlich falsch? Ich kann mich schon lange nicht mehr darüber freuen, wenn ich in einer RB-Runde am Ende mit 2 oder 3 Kills rausgegangen bin. Dann ist das ein normales, gutes Match und vielleicht mache ich da ein Video von. Früher ist das ein Highlight gewesen und ich habe sowas gerne als Video gezeigt. Was ist also in der Zwischenzeit passiert? Ich glaube, ich habe mich durch das Produzieren von YouTube-Videos selbst künstlich unter Druck gesetzt. Und als ich angefangen habe, viele Mechaniken zu verstehen, habe ich dann oft auch einen Grund dafür gefunden, Dinge, die schief laufen, falsch laufen oder doof sind, dann diesen Mechaniken oder anderen Dingen in die Schuhe zu schieben. Und deswegen fing das Spiel an, für mich immer schlechter zu werden. Und das ist der eigentliche Punkt. Das Spiel ist, und da bleibe ich bei, nicht schlechter geworden. Das Spiel ist in ganz, ganz vielen Punkten besser geworden. Viele Fahrzeuge haben endlich die richtigen Battle Ratings. Beim Matchmaking muss man sagen, gibt Gaijin sich auch immer mehr Mühe. Das Spiel ist immer hübscher geworden. Viele Fahrzeuge hatten damals Fehler, die es heute so in der Form nicht mehr gibt. Natürlich hat Gaijin auch Dinge gemacht, die so nicht richtig sind. Ich glaube, nach wie vor ist ein Problem das Betrügen hier im Spiel. Das ist damals weder ein so großes Thema gewesen, deswegen hat man da auch gar nicht überall ständig Betrüger vermutet, weil es eben kein Thema gewesen ist. Aber es war damals auch noch nicht so schlimm. Damals sind auch viele Leute noch nicht hingegangen und haben versucht, über die Grafikeinstellung das Maximum rauszuholen, sondern man hat das Spiel gespielt und man hat auch die Grafikeinstellung hingenommen, die man da gerade hatte, ohne sich da nochmal irgendwelche Sachen rauszutricksen. Damals war es leichter, Fahrzeuge zu erforschen. Es ging alles insgesamt doch noch ein bisschen schneller, weil auch der Ertrag insgesamt höher gewesen ist und auch oft die Reparaturkosten deutlich niedriger gewesen sind, als das heute der Fall ist. Das heißt also, heute setzt uns das Spiel schon unter Zugzwang und unter Erfolgsdruck. Denn nur wenn ich Erfolg habe, kriege ich die nötigen Punkte und das nötige Geld zusammen, um das nächste Projekt hier erfolgreich abzuschließen und um dann damit rumfahren zu können. Der Weg ans Ziel, an die Spitze der Nahrungskette ist länger geworden, auch wenn in vielen Zwischenschritten teilweise die Forschungspunkte für einzelne Fahrzeuge reduziert worden sind, so dauert es doch heute länger als damals. Aber das ist nun mal das Spiel, das hat immer mehr Inhalt und deswegen dauert es halt auch irgendwann immer länger, wenn man ganz bei Null anfängt, eben all diese ganzen Inhalte irgendwann zu besitzen. Deswegen kann ich allerdings nicht sagen, dass das Spiel deswegen schlechter geworden ist. Es zieht allerdings dann Leute an, die eben Dinge machen, die uns vielleicht nicht so gefallen.
Ob die Hubschrauber, die mittlerweile im Spiel sind, das Spiel schlechter gemacht haben, kann ich auch nicht sagen. Hightier, ja gut, aber ich werde nicht gezwungen, Hightier zu fahren. Ne? Also ich muss nicht bis 9-0 spielen oder über 9-0 spielen. Ich kann auch unter 9-0 bleiben und da gibt es keine Hubschrauber. Bleibt also tatsächlich die Frage, ist das Spiel schlechter geworden oder bildet man sich das alles nur ein? Und ich glaube, dass wir alle zusammen oder viele von uns den Fehler machen und immer mehr aggro sind, immer mehr stinkig sind, immer mehr sagen, das ist Kacke, das ist Kacke, das ist Kacke, dass sich das alles so ein bisschen hochschaukelt. Faktisch ist es aber so, dass nur die wenigsten Sachen tatsächlich schlechter geworden sind als damals. Ich glaube, dass die meisten Sachen gegenüber damals viel besser gemacht worden sind. Allein damals, in dem Video war das nämlich der Fall, dieses Geschimpfe, die Deutschen haben im RB auf 6-7 keine Schnitte mehr, ist damals schon ein Thema gewesen. Das ist ein Thema, das man heute immer noch hört. Aber wenn man sich heute selbst dann da mal hinsetzt und ein bisschen mit Verstand spielt, wird man merken, dass man mit den Deutschen auf 6-7 nach wie vor im RB auch was gewinnen kann. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch dafür entschuldigen, dass ich vielleicht euch teilweise auch mit runtergezogen habe. Eines muss ich mir selbst eingestehen und das fällt eben nicht unbedingt jedem leicht, sich selbst mal was einzugestehen. Meine Behauptung, früher ist alles besser gewesen, ist schlicht und einfach falsch gewesen. Und meine Behauptung, dass bestimmte Mechaniken es früher noch gar nicht gab und die erst nachträglich von Gaijin eingeführt worden sind, ist auch nicht richtig. Ich habe nur irgendwann erst viel, viel später gemerkt, dass da eine Mechanik ist, die bestimmte Dinge macht, die vielleicht so nicht in Ordnung sind oder auf die man vielleicht verzichten könnte. Aber Fakt ist, diese Mechaniken gab es damals auch schon. Nur als ich von diesen Mechaniken nichts wusste, haben sie mich auch nicht gestört. Und das ist das eigentliche Problem bei der ganzen Sache. Ne? Vielleicht sollte man sich weniger oft intensiv mit irgendwelchen Dingen auseinandersetzen. Dann ist man einfach glücklicher und zufriedener mit all den ganzen Dingen. Wie geht's jetzt weiter? Ich muss mir jetzt erstmal, glaube ich, wieder ein bisschen Vertrauen bei euch da draußen erarbeiten. Denn ich glaube, da habe ich schon einiges an Käse in den letzten Wochen und Monaten erzählt. Ich hoffe, dass ihr dem Kanal weiter folgt. Ich werde versuchen, in Zukunft öfters mal den Spiegel zu nehmen und mich selbst zu betrachten, bevor ich irgendeine Aussage treffe. Ich werde aber auch weiterhin kritisch sein. Wenn da also tatsächlich mal wieder irgendwelche Knalldinger kommen, dann werde ich das sagen. Ne? So wie ein deutsches Flugzeug mit Reparaturkosten von 54.000 Silverlines. Das gab es damals tatsächlich nicht, solche horrenden Reparaturkosten. Da werde ich dann noch weiter schön sticheln. Aber bei vielen anderen Sachen muss man einfach mal sagen, das gab es damals auch schon. Man hatte nur nicht geschnallt oder man hatte irgendwie eine andere Einstellung oder man hatte Spaß. Und ich hoffe, dass der eine oder andere von euch jetzt vielleicht hingeht und sich auch mal so ein bisschen den Spiegel vor die Nase hält und überlegt, was tue ich eigentlich im Moment dafür, dass es keinen Spaß mehr macht und was habe ich damals getan, dass es mir Spaß gemacht hat. Vielleicht kommt so bei dem einen oder anderen der Spaß zurück. Meine Entschuldigung hier an euch, tatsächlich ernst gemeint, es tut mir leid. Ich hätte auf dieses Video auch verzichten können und hätte niemals bekannt geben müssen, dass ich mich da wohl doch in ein paar Punkten ganz gewaltig geirrt habe. Ich hoffe, das verstehen jetzt auch meine Kritiker, die ganz gerne immer mal wieder auf mich einschießen. Wenn man Fehler macht und dafür gerade steht oder sich das eingesteht, könnte der eine oder andere von euch vielleicht hier nur wieder auch mal tun. Ich sage tschö mit Ö, ich hoffe, wir sehen uns heute Abend im Livestream oder eben morgen Abend im WT-Stream. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Implied. Ach, und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie in Zukunft der Spielspaß wieder zurückkommen kann, dann schreibt es doch einfach als Kommentar unten unter das Video. Vielleicht profitiert der ein oder andere da draußen dann doch noch von euren Ideen und so haben dann ein paar mehr Leute wieder Spaß. Denn das ist ja eigentlich der Grund, warum wir dieses Spiel spielen, oder nicht?